Am Morgen der Blick in den Schrank. Nichts passt, nichts sieht gut aus, der Tag ist sowieso schon schrecklich. Aber warum das alles eigentlich? Warum können wir nicht in den Tag starten, indem wir unseren Kleiderschrank öffnen und da so viele tolle Teile drin hängen, wo wir uns gar nicht entscheiden können, welches wir heute anziehen möchten? Ich habe mir nämlich 5 neue tolle Oberteile geleistet, einfach weil es mal wieder Zeit dafür war, mir wieder mal was Gutes zu tun und ein bisschen frische Farbe in meinen Schrank zu bekommen. Und jetzt stehe ich wirklich jeden Morgen vor dem Spiegel. Ich weiß, okay, ich ziehe eine Leggings an, weil da fühle ich mich drin wohl, aber welches Oberteil es heute sein soll, die Entscheidung fällt mir mittlerweile echt schwer. Es gibt wirklich so tolle Plus-Size-Mode. Beschäftigt euch wirklich mal damit, was gerade eure Größe ist und was euch gefällt und was eurem Körper gerade schmeichelt. Alle Teile, die ich euch jetzt hier gezeigt habe, sind von Yours Clothing und das verlinke ich euch auf jeden Fall unten in der Infobox. Ich liebe, liebe, liebe diese Seite. Das folgende Szenario kennen wir alle, der prüfende Blick in den Spiegel, wenn man sich denn dann für ein Outfit entschieden hat. Und die ganzen quälenden Gedanken. Hier habe ich zu viel, hier habe ich zu wenig, das sieht einfach doof aus. Wie kann ich nur so rumlaufen? Was sollen nur die Leute von diesem Outfit, von mir und von meiner Figur denken? Warum tun wir das? Wer hat uns dazu getrieben? Wer sagt uns, dass wir in den Spiegel schauen müssen und nur das Negative an uns sehen müssen? Warum schauen wir nicht früh morgens in den Spiegel, betrachten das wunderschöne Outfit, für das wir uns entschieden haben, in dem wir uns wohlfühlen, und zählen all die Dinge auf, die uns heute an uns selbst gefallen? An dem Outfit, das wir tragen, an der Figur, die wir haben, an unserem Gesicht, an unseren Haaren, aber denken wir auch an unsere inneren Werte. Was finde ich in mir schön? Was macht mich innen aus? Was macht mich innen schön? Und wir müssen uns immer wieder sagen, ich liebe mich genau so, wie ich bin. Und nur das ist wichtig. Was die anderen Leute denken, vor allen Dingen fremde Leute, muss mir völlig egal sein, denn es ist nur wichtig, was ich selbst von mir halte und dass ich mich selbst so liebe und akzeptiere, wie ich bin. Das Frühstück. Ein Brot mit Nutella. Wirklich, Jule? Bist du nicht schon dick genug? Hast du nicht schon genug Kilos, die einfach zu viel sind? Muss das jetzt wirklich sein? Was soll denn jetzt jemand von dir denken, der dich jetzt hierbei sehen könnte? Ja, auch ich habe Schwächen und ja, auch bei mir gibt es Ausnahmen, aber normalerweise starte ich meinen Tag mit einem grünen, leckeren Smoothie und danach gibt's noch mein tolles Müsli, denn Essen ist für mich nichts Negatives, sondern es ist einfach pure Lebensfreude. Es ist Sommer, es ist heiß und die Kinder wollen unbedingt baden gehen. Wie kann ich mit diesem Körper baden gehen? Die Kinder werden sich im Wasser abkühlen können und ich werde in meinen Klamotten am Strand im Sand sitzen und ihnen dabei zuschauen. Ha, so ein Quatsch. Ich freue mich, dass mich mein wundertollen Tankini anziehen kann, den ich wirklich sehr liebe. Die Farbe, der Schnitt, das ist einfach ideal. Und hallo, ich will mich im Sommer natürlich auch abkühlen. Denk immer daran, du bist schön, das Leben ist schön, genieße es.